Löst dich von diesen Prägungen, dass es schon so viele da draußen mit einem Thema gibt, das du in dir trägst. Und hab Mut und trau dich, deinen Seelenplan nach außen zu tragen. Und indem du dir dann einfach Rituale aneignest, mit denen du morgens, wie die Silvia ja eben geschrieben hat, zum Beispiel mit Atemübungen und mit Qigong, dass du da drin dich einfach übst, auch tagsüber fokussiert zu sein und immer wieder deine Gedanken auf das, was für dich jetzt gerade wesentlich ist, was dir Energie schenkt, was dich weiterbringt in deinem Leben, was dich weiter wachsen und entwickeln lässt, und zwar dorthin, wo du wirklich von deinem Herzen hin möchtest, zu deinem Seelenplan, zu deinem Seelenleben, zu deinem Seelenberuf, zu deinem Traumleben, dass du dir mit deiner Vision, indem du die lebst, auch damit verwirklichen kannst. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Seelenfreude-Challengerinnen und Challenger. Einen wunderschönen und sonnigen guten Morgen aus Wien wünsche ich dir. Ja, heute Morgen geht es um Rituale. Meine Frage an dich: Hast du schon Rituale oder ein Ritual, du musst nicht mehrere haben, aber ein Ritual, mit dem du morgens in den Tag startest? Oder ist es eher so, dass morgens der Wecker klingelt und du noch ein paar Mal auf die Schlummertaste drückst und dann irgendwann aus dem Bett stürzt, ins Badezimmer stürzt? Aus dem Haus stürzt, mit anderen Worten, in den Tag hineinstürzt. Oder vielleicht zwischendrin auch noch, der sagst, wie sagt man so schön, ich bin heute mit dem linken Bein aufgestanden, habe schlechte Laune. Guten Morgen, liebe Silvia. Merke, dass ich schlechte Laune habe, unzufrieden mit mir bin, weil ich eigentlich überhaupt nicht das mache, was ich gerne tue. Und diese Unzufriedenheit und diesen inneren Frust dann auch in der Familie auslassen, den Partner auch noch anstecken mit schlechter Laune, die Kinder ja noch hetzen in den Tag und anstecken mit schlechter Laune, bis dann irgendwann alle schlecht gelaunt sind. Ich übertreibe jetzt mal, aber ich glaube, also ich kenne diese Situationen nur zu gut aus meinem früheren Leben, kann ich dir Bände von schreiben und berichten. Und vielleicht kennst du solche und ähnliche Situationen auch. Also du bist frustriert, du hast keine Lust, steckst Menschen in deinem Umfeld, deine Familie auch mit deiner schlechten Laune an. Das können wir eigentlich alle ganz gut. Und ja, stolperst morgens so in den Tag. Und wenn so, das ist auch mit letzten Endes der Grund. Wir stolpern ja nicht morgens nur so in unseren Tag, sondern wir stolpern dann letzten Endes durch unser Leben. Das Leben zieht an uns vorbei und wir stolpern nur durch das Leben, bis wir dann irgendwann merken, oh, es hat so langsam mein letztes Stündlein hier geschlagen, war es das schon? Ging aber wie im Flug vorbei. Hätte ich eigentlich gerne ein bisschen was anders gemacht. Ne? So, und du bist ja hier in der Gruppe, weil du deinen Seelenplan entdecken möchtest, weil du bewusster leben möchtest, weil du mehr von den Dingen machen möchtest, die dir wirklich am Herzen liegen. Oder vielleicht auch, wie ich, nur die Dinge noch machen möchtest, die dir wirklich Freude bereiten und am Herzen liegen. Silvia, ich mache morgens immer ein paar Minuten Atemübungen, etwas Qigong. Sehr, sehr, sehr gut. Wunderbar. Und wenn du deinen Seelenplan wirklich entdecken möchtest, dann geht es darum, dich immer wieder drin zu üben. Präsent zu sein im Hier und im Jetzt. Da hatten wir ja auch schon an einem Tag hier im Rahmen der Seelenfreude Challenge drüber gesprochen. Also es geht um viele Aspekte. Das Ganze ist wie ein Puzzle. Es geht darum, dein Geldmindset zu heilen, also zu empfangen und auch zu geben. Es geht darum, ja, auch überhaupt mal wieder herauszugraben, was dein Ding ist. Aber förderlich ist es absolut, wenn du morgens dann einfach mit Ritualen in den Tag startest, um einfach dein Mindset, dein Kopf, deine Gedanken zu trainieren, fokussiert zu sein auf
dieses eine Ding, auch das Hier und das Jetzt, auf dich selbst, auf deinen Körper wahrzunehmen, überhaupt dein Herz wahrzunehmen, zu spüren, was ist da in dir drin. Dir natürlich immer wieder die Frage zu stellen oder auch die Übung zu machen, die ich dir, glaube ich, vor 2 Tagen mit auf den Weg gegeben habe, auch mal schriftlich zu machen. Und ich würde jetzt gerne mal so für eine Minute, ich habe extra meinen Computer hier stehen, damit ich ein bisschen die Zeit im Sichtfeld habe, weil das habe ich dann hier gleichzeitig auf dem Handy nicht. Ich würde gerne jetzt mal eine Übung mit dir machen, wo es darum geht, mal die Aufmerksamkeit auf dein linkes Knie zu richten. Und wir warten jetzt mal einen kurzen Moment, bis die Uhrzeit hier am Computer angezeigt wird, und dann machen wir das mal gemeinsam für eine Minute. Genau. So, jetzt geht's los. Wunderschönen guten Morgen, liebe Birgit. Wir machen eine Übung zusammen, wo wir uns jetzt einfach mal für eine Minute auf unser linkes Knie fokussieren und konzentrieren. Also, schließ deine Augen, nimm einen tiefen Atemzug, geh mit deiner Aufmerksamkeit auf dein linkes Knie und richte deine Aufmerksamkeit auf dein linkes Knie. Bleib einfach bei deinem linken Knie. Sonst gibt es nichts zu tun, als einfach nur mit der Aufmerksamkeit auf deinem linken Knie zu bleiben. Wunderbar. So. Und jetzt schreib mir mal gerne rein, wie es dir gegangen ist. Als du eine Minute, diese eine Minute war wahrscheinlich eine gefüllte Ewigkeit, für mich hier vorm Bildschirm, live da noch, vielleicht ein bisschen länger sogar noch als für dich, hier nichts zu sagen, wobei nichts gemacht habe ich nicht, ich habe das Fenster zugemacht, damit es nicht ganz so laut hier ist. Aber was hast du für eine Erfahrung gemacht? Konntest du mit deiner Aufmerksamkeit, schreib es bitte mal ins Kommentarfeld, ich hoffe, ich kann es hier auch live noch sehen jetzt, ansonsten schaue ich später rein, konntest du mit deiner Aufmerksamkeit eine Minute lang auf deinem linken Knie bleiben? Oder hat es zwischendrin andere Dinge in dir gedacht? Dass du angefangen hast zu denken, was ist das für ein Lärm im Hintergrund? Oder keine Ahnung, was ist heute für ein Tag? Samstag, muss heute noch Wochenendeinkauf machen. Oder wie steht die ja wieder vor der Kamera? Was hat die für eine Frisur? Keine Ahnung. Schreib's mir mal rein. Konntest du wirklich eine Minute lang absolut präsent und fokussiert mit deiner Aufmerksamkeit auf deinem linken Knie sein? Oder sind deine Gedanken spazieren gegangen, um es mal liebevoll auszudrücken? Also du wärst die Erste, die mir begegnet, einschließlich meiner selbst, die es schafft, eine Minute lang den Fokus jetzt so ad hoc auf eine Sache, in dem Beispiel auf dein linkes Knie zu halten. Und daran merkt man einfach, wie wenig bewusst wir sind, wie wenig fokussiert wir sind, wie wir ständig von irgendwelchen Dingen abgelenkt sind und wie wir einfach ständig ein Gedankenkabarett produzieren und hierhin schwirren und dahin schwirren und dahin schwirren und dahin schwirren. Da spielen natürlich viele Faktoren mit im Hinblick auf unsere Umwelt, wo wir einfach auch belastet sind natürlich,
Aber es ist einfach auch ein Training. Man hat uns das ja nie beigebracht, so fokussiert mal im Moment auf eine Sache zu sein. Gabi schreibt, habe draufgeschaut und versucht, da im linken Knie gelauscht. In deinem Kommentar lese ich versucht. Das heißt ja übersetzt, so ganz gelungen ist es nicht. Das ist so die Bestätigung auch von dem, was ich dir hier sage. Auch meine Gedanken gehen immer noch spazieren. Völlig außer Frage, ich bin nicht erleuchtet. Aber ich habe durch morgendliche Rituale mir einfach angeeignet, antrainiert, es immer rasch zu merken und dann wieder mich auf das zu fokussieren. Ich wollte gerade sagen, das Wesentliche, da wäre eine Bewertung drin, wenn ich sage, das Wesentliche. Mich auf das zu fokussieren, was ich selbst will. Das heißt, sobald ich tagsüber merke, meine Gedanken sind wieder spaziergangmäßig unterwegs und mein Kopf versucht wieder irgendwelche Dinge zu produzieren, mir zu sagen, warum vielleicht etwas doch nicht geht, wenn ich so die nächsten größeren Ziele anpeile, den nächsten Sprung, Quantensprung in meinem Leben machen möchte oder Ideen habe, wo der Kopf mir dann so dazwischen quatschen möchte, das geht doch nicht, weil und, und. Und das kannst du auch, dass du dich da einfach hintrainierst. Das ist wie ein Training, wenn du gut lernen willst, Tennis zu spielen, dann darfst du trainieren, jeden Tag. Jeder Sportler, David Garrett fällt mir gerade ein, von dem habe ich hier Werbeplakate gesehen in Wien. Der ist ja eins mit seiner Geige, aber der ist ja nicht mit der Geige auf die Welt gekommen. Da steckt ein ganz, ganz hartes Training hinter. Jeder, den du da in der Richtung irgendwo kennst. Bei dem einen oder anderen mag man vielleicht sagen, okay, der hat eine besondere Gabe, die er dadurch aber entwickelt hat, indem er da viel trainiert hat. Und andere, mir fällt gerade keiner ein, um es dir hier weiterzugeben, aber ich weiß auch, habe das auch schon mitbekommen, dass welche sagen, das war überhaupt nicht. Ah ja, einer meiner Mentoren, der ein wunderbarer Sprecher inzwischen ist, der von Tausenden von Menschen spricht, frei auch spricht. Der hatte ein Riesenthema früher damit, in der Schule zum Beispiel vor der Klasse zu stehen und irgendwas von sich zu geben. Der hat das nicht geschafft, zwei Sätze von sich zu geben, ohne zu stottern und rot zu werden. Also da wurde gar nichts in die Wiege gelegt. Aber er hat sich das angeeignet, er hat sich's antrainiert, hat sich natürlich auch Menschen an seine Seite geholt, die ihm geholfen haben. Also auch bis heute, das weiß ich, auch seine eigenen Mentoren hat. Aber das sind immer so die Bewertungen, die wir haben, wenn wir eine Idee haben, oh, ich würde ja schon gerne da auf der Bühne stehen und vor vielen Menschen sprechen. Oh, ich würde ja schon gerne mir mein Leben anders gestalten oder irgendwelche Ideen, was auch immer da in dir drin ist. Aber dann kommt gleich, ja, der kann das, die kann das. Ein Beispiel auch von mir, wenn du mal auf meinem YouTube-Kanal guckst und ich habe diese Videos extra draufgelassen. Die alten Videos von meinen Anfängen. Also, es gab Zeiten, da konnte ich sie mir nicht angucken. Ich gucke mir die jetzt auch nicht an, aber so spaßeshalber hatte ich vor nicht allzu langer Zeit da mal reingeguckt. Spaßeshalber. Wenn ich sehe, wie ich da vor der Kamera nicht rum stottere, aber angespannt vor der Kamera hocke, weil das Stottern, das habe ich natürlich auch rausgeschnitten. Das wurde mir auch nicht in die Wiege gelegt, einfach hier vor der Kamera live zu sprechen. Das ist alles ein Training. Das ist alles ein Aneignen von Dingen, eine Übungssache, sonst nichts. Ich habe da keine Gabe in der Richtung. Überhaupt nicht. Und das sind so die Dinge, die uns ja dann im Kopf rumgehen, wenn wir jemanden sehen und es ganz, ganz leise in einem denkt, ja, so wäre ich auch gerne. Der kann das viel besser als ich, die kann das viel besser und, und. Und da sind wir nochmal bei deiner Einzigartigkeit. Nur dich gibt es ein einziges Mal auf dieser Welt und nur du kannst die Dinge, die hier in deinem Herzen drin sind,
nur auf deine einzige Art und Weise weitergeben. Und deshalb wirst nur du mit deinem Seelenplan, wenn du denn mal beginnst, ihn zu leben, dich zu zeigen und anderen Menschen dich damit zu zeigen, was für eine wunderbare Botschaft du in dir hast, wo du anderen Menschen helfen kannst. Deshalb wirst nur du mit deiner Einzigartigkeit auch die Menschen in dein Leben ziehen, die zu dir passen. Selbst wenn du das Gleiche vom Thema her machst als ich, wirst du andere Menschen anziehen als ich. Und so gesehen gibt es überhaupt keine Konkurrenz hier auf unserem wunderschönen Planeten. Dieses Konkurrenzdenken ist auch etwas, was wir uns als Menschen hier in unserem Köpfchen zurechtgezimmert haben. Die Natur, die hat keine Konkurrenz. Dem Lindenbaum ist es sowas von egal, ob nebendran noch ein Lindenbaum steht, ob der schöner ist, ob der nicht so schön ist, ob der kleiner ist, ob der größer ist, ob der eine noch prachtvollere Linde oder Buche neben sich stehen hat oder was. Hey, das sind alles Dinge, die wir uns angeeignet haben, dieses Konkurrenzdenken. Es gibt doch da draußen schon so viele. Dem Samenkorn ist es sowas von egal, dass irgendwann mal zu einem wunderschönen Lindenbaum wird, ob es da rundum irgendwo schon Lindenbäume gibt, das wächst einfach. Und wir Menschen, wir haben dann Ideen in uns, wir würden das gerne machen, würden gerne ein erfolgreicher Buchautor, Autorin werden, würden gerne Bücher schreiben, würden gerne Musiker, Musikerin werden. Das ist auch so ein gutes Beispiel. Da gibt es doch schon so viele. Und da kann man doch kein Geld mit verdienen. Glaubst du, wenn David Garrett sich diesen Prägungen hingegeben hätte, dass man nur mit Geige spielen kein Geld verdienen kann, dass er da heute stehen würde, wo er jetzt steht? Hey, meine Liebe, und so ist das auch bei dir. Löse dich von diesen Prägungen, dass es schon so viele da draußen mit einem Thema gibt, das du in dir trägst. Und hab Mut und trau dich, deinen Seelenplan nach außen zu tragen. Und indem du dir dann einfach Rituale aneignest, mit denen du morgens, wie die Silvia ja eben geschrieben hat, zum Beispiel mit Atemübungen und mit Qigong, dass du da drin dich einfach übst, auch tagsüber fokussiert zu sein und immer wieder deine Gedanken auf das, was für dich jetzt gerade wesentlich ist, was dir Energie schenkt, was dich weiterbringt in deinem Leben, was dich weiter wachsen und entwickeln lässt, und zwar dorthin, wo du wirklich von deinem Herzen hin möchtest, zu deinem Seelenplan, zu deinem Seelenleben, zu deinem Seelenberuf, zu deinem Traumleben, dass du dir mit deiner Vision, indem du die lebst, auch damit verwirklichen kannst, deiner Berufung folgen, dem Ruf deiner Seele folgen. Da kann man so viele schöne Wortspiele machen, die wir unserer deutschen Sprache auch entnehmen können. Ja? Und eine Übung, also Atemübung, ist immer mit das Genialste, was du machen kannst. Und du kannst aber auch hingehen und kannst, wenn du Meditations-CDs hast, geführte Meditations-CDs dir auf die Ohren setzen. Das habe ich früher, als ich vor 14 Jahren damit angefangen habe, hatte ich eine Meditations-CD, die hat 45 Minuten gedauert. Damals für mich die Horror-Variante, so lange da zu hocken und einer Stimme zu lauschen und mich da durch meine Chakren durchführen zu lassen. Aber ich habe es immer irgendwie überstanden, mehr oder weniger damals. Weil da merkt man einfach auch, wie viel Unruhe in einem drin ist. Ich habe das nicht geschafft, 45 Minuten da ruhig zu hocken. Aber ich wollte es einfach. Ich wollte es mir antrainieren. Heute kann ich 4-5 Stunden, wenn es sein müsste, ruhig da hocken, ohne mich irgendwie zu bewegen. Ist kein Thema mehr, aber das war ein Training. Ja? So, und jetzt musst du aber nicht unbedingt denken, okay, 45 Minuten, die habe ich morgens nicht, weil mein Ablauf sowieso schon morgens so eng ist und ich sowieso schon so früh aufstehen muss, da gilt auch nochmal, weniger ist mehr. Setz dich lieber nur 5 Minuten morgens nach dem Aufstehen hin, auf einen Stuhl zum Beispiel, sodass der Rücken gerade ist, also die Schlafstätte solltest du schon verlassen,
weil da einfach eine andere Energie herrscht, als ja, wenn du aufstehst und dein Bett verlässt. Und wenn du dann nur 5 Minuten deine Aufmerksamkeit auf deinen Atemstrom richtest und sonst nichts machst, weniger ist mehr. Und dann wirst du merken, wie gut dir das tut, wenn du das wirklich durchziehst. Und dann kannst du immer mal noch so Übungen, Körperübungen noch mit dazu nehmen, besondere Atemübungen, zum Beispiel den Atem einziehen in deinen Körper, dir vorstellen, wie er in den Bauchraum strömt, für ein paar Sekunden anhalten, bis 8 zählen zum Beispiel und dann noch tiefer ausatmen als einatmen. Wenn du diese Übung machst zum Beispiel, und auch mal deinen Atemstrom beobachtest, was fällt dir leichter, das Einatmen oder das Ausatmen? Dann kannst du schon mal energetisch gesehen ein bisschen herausfinden, wenn es dir leichter fällt, einzuatmen, dann fällt es dir wahrscheinlich im Leben auch leichter anzunehmen. Wenn es dir leichter fällt, auszuatmen, dann fällt es dir leichter zu geben, statt zu nehmen. Vielleicht ist es aber auch ein Gleichgewicht bei dir. Das sind so Dinge, wo du da auch vieles über dich selbst einfach erfahren kannst, mit solchen Atemübungen zum Beispiel. Das heißt mit anderen Worten, du musst jetzt nicht morgens aufstehen und eine Stunde meditieren, wenn du dir dafür keine Zeit nehmen möchtest. Du hast immer die Wahl. Und deshalb weniger ist mehr. Fang lieber mit weniger an und wenn du es nur mal 5 Minuten morgens machst und du merkst, wie gut es dir tut, das kann ich dir aus eigener Erfahrung auch sagen, wirst du irgendwann ohne diese Rituale nicht mehr in den Tag starten wollen. Weil wenn wir morgens aufwachen, und das sind auch so die sogenannten Morgenmuffel, die morgens überhaupt nicht in der Lage sind, mal einen klaren Gedanken zu fassen oder ein Gespräch haben wollen, die alles aufregt morgens. Unser Verstand, unser Denker, der hat, auch selbst wenn wir nicht gut geschlafen haben, aber einer hat immer gut geschlafen, unser Denker, unser Verstand. Und der denkt morgens ganz, ganz viel, wusch, 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 hin und her und hin und her, kreuz und quer. Und das sind dann so die sogenannten Morgenmuffel, die sagen, ich muss morgens erstmal einen Kaffee trinken, ich brauche erstmal für mich kein Gespräch, gar nichts überhaupt, bevor ich einen klaren Gedanken treffen kann oder denken kann vielmehr. Und wenn du zu denen gehörst, dann ist es umso wichtiger oder umso hilfreicher, dich hinzuhocken morgens direkt nach dem Aufstehen, wenn die Blase entleert ist, dich hinzuhocken und mit Atemübungen zu beginnen. Wenn es nur, wie gesagt, 5 Minuten sind. Und dann wirst du ähnlich wie bei dieser Übung Aufmerksamkeit auf dein Knie gerichtet merken, wie schnell du wieder abschweifst mit deinen Gedanken. Und dann weh oder verurteile dich deshalb nicht, sondern komm mit deiner Aufmerksamkeit immer wieder zurück, in dem Falle auf dein linkes Knie oder ansonsten auf deinen Atemstrom. Oder wenn du mit Atemübungen anfangen möchtest, dass du einfach deinen Körper scannst, auf Anhaftungen, auf Anspannungen, von den Füßen angefangen, den ganzen Körper durchscannen, spüren und mal schauen, wo überall Anhaftungen und Anspannungen sind, dann loslassen, entspannen jeweils. Dann wirst du merken, wie du im Laufe der Zeit immer fokussierter wirst, wie du immer mehr lernst, fokussiert zu sein, auch auf dein Herzensthema, das du entdecken möchtest, deinen Weg zu gehen, wie du auch immer mehr bewusster wirst und merkst, oh, das hier ist noch etwas, was ich in meinem Leben gerne verändern möchte, oder da gibt es noch einen Bereich, den ich anders haben möchte. Und so startest du einfach auf eine andere Art und Weise, quasi in deiner Mitte ruhend, in deinen Tag. Und damit sind wir nochmal beim Eingangsbeispiel, das kenne ich aus meinem früheren Leben ja nur zu gut. Tust du nicht nur dir selbst einen Gefallen, einen Riesengefallen, sondern natürlich auch deinem Umfeld, in dem du in deiner Mitte ruhst, in dem du deine Familie, deinen Partner, deine Kinder nicht mit schlechter Laune ansteckst. Und gerade wenn du morgens das Gefühl hast, oh, heute Morgen habe ich gerade schon, wie sie im Saarland sagen das so schön, die Faxen dick, die Schnauze voll. Gerade dann hock dich hin, richte die Aufmerksamkeit auf deinen Atem, fokussier dich auf dich selbst. Und dann kannst du natürlich, wenn so eine Frust in dir ist, dir bewusst machen, dass du damit einfach auf dem Weg zu dir selbst bist. Und
Denn du hast dann eines schon mal geschafft. Du hast es gemerkt, dass du ein bisschen kriscremig gerade bist, aber du hast eines nicht gemacht, nämlich dein Umfeld damit angesteckt, sondern hast so auch wiederum eine Wahl getroffen, dich in eine andere Energie zu versetzen. Und dafür darfst du dich loben und anerkennen. Und das sind alles so die kleinen Dinge, die kleinen Puzzlestücke, die letzten Endes das große Ganze ergeben. Okay? Dass man noch ein bisschen Futter für deinen Denker, für deinen Verstand, wenn er dir sagt, was machst du hier eigentlich? Bringt doch gar nichts, kommst doch nicht voran, andere können das doch viel besser als du und so weiter und so fort. Erkenn dich für diese kleinen Puzzlestücke, für diese kleinsten Dinge, die du da in die Richtung machst, an. Weil das alles bringt das große Ganze in Form von einem Puzzle zusammen und dein wunderbares, geniales, großartiges Leben wartet auf dich. Du kannst das. Du kannst es dir erschaffen. Du bist der Schöpfer deiner Lebenswirklichkeit. Also bleib auf dem Weg. Wenn du noch keine Rituale hast, dann such dir ein Ritual morgens. Was auch wunderbar ist, im Übrigen, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, von Frühling bis zum Spätherbst, morgens einfach mal rauszugehen, wenn du die Möglichkeit hast, hinterm Haus barfuß in die Wiese zu gehen, dich zu erden, das nasse Gras unter deinen Füßen zu spüren, Kontakt aufzunehmen mit Mutter Erde, ist auch eine wunderbare Sache. Also das kann ich dir auch nur ganz, ganz arg ans Herz legen, wenn du dazu die Möglichkeit hast, überhaupt vielleicht auch mal öfter barfuß zu laufen. Denn damit eignest du dir auch eine gewisse Bewusstheit an, wenn du auf der Straße unterwegs bist, barfuß, dann kannst du nicht einfach nur so rumlaufen, sondern du wirst achtsam auf den Boden schauen, wo du hintrittst. Ja, ist auch eine wunderbare Übung. Also es gibt da so, so viele Rituale und Übungen, mit denen du dir eine andere Bewusstheit aneignest und dich fokussierst und dich da in der Richtung einfach trainierst. Und das Barfußlaufen ist eines der Dinge einfach. Das habe ich auch mal eine Weile ganz arg praktiziert. Selbst wenn wir in der Stadt oder so unterwegs waren, bin ich barfuß rumgelaufen. Mache ich auch heute ab und zu noch, wenn mir danach ist einfach. Und du brauchst keine Bange zu haben, dass du dich da irgendwie verletzt. Das sind alles nur Dinge, die in deinem Kopf vorgehen. Alles nur Prägungen, die in unserem Gehirn da angelegt sind. Aber damit eignest du dir eine gewisse Bewusstheit einfach an. Und die brauchst du, um deinen Seelenplan wirklich zu entdecken und auch zu leben. Okay? Meine Liebe, ich schicke dir ganz, ganz liebe sonnige Grüße. Und dann sehen wir uns. Hab einen wunderbaren Tag. Dann sehen wir uns morgen früh. Morgen ist Sonntag, gell? Ja, heute ist Samstag. Sonntag, morgen, ja. Sehen wir uns auch, wenn Sonntag ist, in neuer Frische um 7:15 Uhr. Bin gespannt, wer morgen früh so früh dabei ist. Ansonsten gibt es ja dann auch die Aufzeichnung. Okay, bis dahin. Die Birgit schreibt, barfuß durch den Garten laufen ist eine meiner morgendlichen Lieblingsübungen. Ich liebe es einfach, das Gras unter den Füßen zu spüren. Ja, das ist so genial. Das kann ich so, so gut nachempfinden, liebe Birgit. Schön. Behalt es bei. Liebe Silvia, danke für dein Herzlein. Danke auch dir für dein Dabeisein. Und ganz liebe Grüße. Eine liebe Umarmung auch an alle, die heute im Laufe des Tages die Aufzeichnung hier anschauen. Okay, bis dann. Ciao.